Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück hier. Sondini! Red Dead Redemption 2 geht weiter. Wir sind auf der Suche immer noch nach Angelo Bronte. Der gute Angie. Wir müssen den kleinen Jungen noch finden. Oh, da ist Dutch. Da drüben auf der Parkbank. Er chillt da einfach. Ja, ich komme ja schon. Wir haben von den Jungs erfahren, wo der gute Bronte lebt. Seine Adresse erfahren. Mal gucken, was Dutch jetzt schon wieder plant. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Red Dead Redemption. Und vielleicht gefällt euch heute die heutige Folge wieder. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da für die Videos. Ich würde mich freuen. Für das Projekt hier, für Red Dead Redemption. Where have you been? Ich war beim Friseur. Robbed, who by? Bunch of children. I won't inquire anymore. But I found Mr. Bronte. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives in a big house on Flavian Street, opposite the park. Good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John, you meet us there. Whatever it takes, we need to get that boy back. Whatever it takes? Na, das hört sich immer wieder toll an, ey. Keine Rücksicht auf Verluste, der gute Dutch. I cannot decide which I like less, the swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way east of land we know, and far from real open country. Tja, open country wird es auch nicht mehr so lange geben hier in der ganzen Gegend. Buenos dias, señor. Jemals nicht so viele. Guck mal, hier sind Badewannen, ey. Wieso kann ich nirgendwo baden? Ja, Protokoll will ich nicht. Jetzt bin ich wieder hier in der Gasse, wo der Trapper war. Okay, wir haben es ja. Okay. Hier geht es die Mission erst weiter. Dutch Vanderland. Da geht es wahrscheinlich mit der Geschichte. Dutch und John wollten dich im Park gegenüber von Mr. Brontes Haus treffen. Gegenüber von seinem Haus. Ah, guck mal, jetzt sind auch hier die Theater wieder offen, die Aufführungen. Und wir haben hier verschiedene Fragezeichen. Was sind das denn hier noch so? Kleine Gebiete, wo die Fabriken waren? Oder sind das auch noch Anwesen hier? Was ist das denn hier für ein Gekritzel? Müssen eigentlich auch mal hin das anschauen, hier im Wasser. Huch, da unten im Camp? Ist das Molly? Nee, Mary. Mary Beth. Who the fuck is Mary? Mary Beth möchte mit dir sprechen. Aber das ist ja voll weit weg. Und was ist da? Leopold Strauss. Das geht wieder wahrscheinlich um Schulden, oder? Das würde ich auch gerne mal machen. Die Quests alle. Ja, die Karte nimmt langsam Form an hier. Okay. Dann schauen wir uns erstmal das da an. Beim Saloon. Wir haben jetzt also noch Zeit, uns hier die Stadt noch weiter anzusehen und die Nebenaufgaben. Alter! Pass mal auf, wo du hinfährst, ey. Diese Straßenbahn, ne? So gefährlich, ey. Deswegen gibt's auch heutzutage so wenig. Okay, das soll ein Saloon sein? Das ist ja richtig dreckig. Das nenne ich mal einen Eintritt. Dir soll ich einen Drink geben? Wie redest du denn? Denkst du, du bist der Pate oder was? Buy me a drink, please. Sure, what you want? Brandy. Two brandies, Brandy. It's $2 a glass. Der Weg des Künstlers. It's the best. Thank you. Santé. It's quite a country you're building here, eh? Well, me personally? I don't know. What do you do? Mostly, I just shoot people. How very American of you. I love it.
What do you do? Oh, mostly I pose, I show off, I complain. Oh, how very French. I know. I am ridiculous. I have been all over the world. I have seen the sights, and I have discovered the one eternal truth that I am a pies, how do you say, all ass. Asshole? That too. Well, at least you have some self-knowledge. Where were you on your journey? All the civilized world. Painting my little pictures, meeting the locals, you know. You a painter? No, I'm a whole ass. I thought we had covered this. Yeah, but you paint. Not according to salons à Paris. No, according to them, I cannot draw, I cannot paint, and I should go away. And so I went away. You miss Paris? That smelly, filthy place with old buildings and ghosts and shit and French people. I have that right here. I guess so. You know, Arthur. Charles. You know, Arthur, don't believe in art. It's lies. Believe in women. They're the truth. Art is lies, but the vagina, that is truth. Breasts is truth. Art. For it is. You say so. Oh, trust me, I've tried both. One is better. Much better. So, I must be boring you. But, here. What is it? It's just a little doodle. You know, entirely worthless, unless you want to wipe your bottom with it. But I wanted to say thank you for the drinks. Well, that's very kind, Charles. No matter. Good meeting you. So sind sie, die Franzosen. Okay. Guck mal, das ist eine Suppenküche. Soup Kitchen. Okay. Das ist aber echt viel Krams hier mal wieder. Zeichnungen, eine Sammlung an Zeichnungen. Öffnen. Charles. Das hat er gemacht. Es ist aus Titanic, oder? Ein bisschen spitz, ja gut. Zeichenübungen müssen wir noch ein bisschen besser werden. Ansonsten ein bisschen zu spitz. Umdrehen, nix. Okay, danke Charles. Man fühlt sich teilweise von dem Spiel auch ein bisschen verarscht, oder? Ich meine, du gehst gerade zum Friseur, lässt dir die Haare schneiden und rasierst dich wieder, gibst dafür Geld aus und dann plötzlich ist wieder so ein zeitlicher Cut drin und zack, siehst du wieder genauso scheiße aus wie vorher, bevor du beim Friseur warst. Und dann kannst du wieder dahin rennen und wieder dafür Geld ausgeben. Toll. Super, ey. Hätte ich mal danach jetzt hier hingehen sollen. Irgendwie ist mir der Kinnbart jetzt doch langsam. Der wird ja immer länger, ey. Vielleicht sollte ich den auch mal wieder ein bisschen kürzen. Und vielleicht finde ich dann nochmal was Besseres. Und naja, keine Angst, ich gehe jetzt nicht nochmal zum Friseur. Das mache ich dann gleich neben der Aufnahme und gehe dann nochmal hin. Weil es sind schon wieder ein paar Tage oder Wochen hier vergangen. Seit dem letzten Gespräch mit Dutch. Das hier ist aber eher das Armviertel, ne? Je weiter du hier an die Seite kommst. Gibt's hier nur noch die abgeranzten Baracken, ey. So, mal gucken, wen wir denn. Ja, ey. Mal gucken, wie wir es hier noch treffen. Ah, excuse me, bud. Ja? Hallo? Wer ist er denn hier? Okay. Bist du Schlachter? Yes. Erfinder? What? Listen, bit of a weird question, but do you know where I might find some moonshine? What? Moonshine? No, strong liquor. Over strong. Wow, you want to get over drunk? No, it's not for drinking. What is it for? Oh, I just need some. Well, as luck would have it, you are in the legal hooch capital of America. Ooh. There's plenty of real booze here. But for shine, well,
I'm guessing you'd need to go out into the woods. I mean, I know you'd have to go out into the woods. Well, listen, I don't need that much. How much? About 100 gallons. Of shine? Yes, there it is. Why? Oh, all right, I'm trying. I'm building a machine. A machine of love. 100 gallons of hooch and love's gonna come pretty cheap. Please, friend. I'll pay. Just bring it here. It's for a good cause. 100 Gallonen Moonshine? If anyone knows who's moving that kind of shine, it'll be that stagecoach guy in Rhodes. Okay, sprich mit Alden am Bahnhof von Rhodes. Irgendwie finde ich das gerade interessant und würde die Quest schon gerne machen. Aber dann muss ich zurück nach Rhodes reiten. Heieiei. Was ist denn da jetzt schon wieder? Ist es wieder Charles? Fremde Person? Noch eine. Alter. Es gibt aber richtig viel hier. Wenn ich mit denen noch quatsche, bleibt das hier bestehen? Professor. Der Mitarbeiter im Bahnhof von Rhodes weiß vielleicht etwas über eine Lieferung Schwarzgebrannten. Das würde ich ja auch echt gerne mal machen. Aber wenn ich jetzt hier wieder wegreite, bleibt das Fragezeichen hier? Aber das... Ich hoffe mal, dass ich die alle machen kann. Ich will schon gerne sehen, was der hier baut. Eine Zeitmaschine, oder was? Wie bei Back to Future. Das gute Doc Brown. Was für eine Maschine kann man denn bauen um 100 Gallonen Schwarzgebrannten? Ich meine, er könnte vielleicht einen Verbrennungsmotor haben oder so, ne? Weil so dieses schwarzgebrannte Zeug ist ja schon nicht ungefährlich. Den kenne ich nicht. Und ich habe auch noch eine Gavin noch nicht gefunden. Gavin! Blessed are the poor. And bless them with your own kindness. Ein Priester. You, kind sir. Will you help the poor? I so kind. Yes, you are, sir. You have it in you, I can tell. I'm a nasty bit of work, father. You're wrong on two counts, sir. I'm a humble brother, a penitent monk, not a priest, and you're a magnificent bit of work. You may have made some poor choices, but which of us hasn't? You have no idea. But you do, and God does, and that's enough for me and for him. We shall see. That we shall, sir. But why don't you hedge your bets and give 2 bits to the poor? There are so many who will go hungry tonight. Sure. Bless you, sir. How you getting on, anyhow? These are a somewhat apathetic lot, I'm afraid. My mentor says that America is designed to induce apathy in people. It's a wonderful insight. He must be a wise man, your mentor. Well, sometimes he's a downright fool, but, yeah, usually he's the best man I know. That's wonderful. The thing is, poverty will always be with us. But slavery, I thought we had banished that. But Saint-Denis is acting as a staging post for shipping slaves out to some of the islands. I don't believe you. It's 1899. Maybe you should take a look for yourself. I've heard that the pawnbroker down the block around the corner, the one with the green door, well, they say he sells more than forlorn trinkets. Okay. 1899, noch Sklavenhandel hier am Hafen. Untersuche den Laden. Mal wieder eine neue Nebenmission hier beim Priester. Interessant. Platz hier. Warte mal. Hier beim Geschäft also. Da ist eine Katze. Hier der Gemischwarenladen. Der hat also Dreck am Stecken. Suche nach Hinweisen auf den Verbleib der Gefangenen. Okay. Got a few paintings over there. Something for the wife, maybe? You timed it well. Some quality pieces in at the moment. Aha. Warte mal ab, bis ich hier was finde, ey. Looking for anything in particular? Well, you just let me know if I can help at all. Ich wollte eigentlich den Schrank aufmachen.
Plündern? Nee, plündern will ich jetzt nicht. Noch will ich kein Aufsehen erregen. A bit of a strange question, but you heard tell of slavers around here, buddy? What? What? Das ist sehr auffällig, was wir hier gerade machen. Where are they? Who? People you're hiding. I know they're here, don't lie to me. Please, they made me do it. Always good to them, but they forced me to do it, sir, I swear. Klar, sie haben dich sie haben dich also gezwungen. Where are they? There's a door behind the bookcase there. Just pull the big red book called The Scourge of Crossbreeding by Harold McDougall. Öffne das falsche Bücherregal. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt wirklich den Rücken zudrehen möchte. They made me do it, I swear. Ich glaube nicht. Ich glaube, du machst das schon ganz schön freiwillig. Alter, guck dir das mal an hier. Oh, hello? Kajate, kajate. Ist er weg? Ich glaube, der ist abgehauen. Untersuche den Keller. Quién es? Spanisch? Por favor, ayúdanos. Help, please. Befreie die Gefangenen. Por favor. Sogar ein Spanier dabei? Nee. Now don't worry. I'm on your side. Menschenhandel in Saint-Denis, 1899. ¿Quién eres? Please, I'm on your side. It's gonna be okay. Kehre zum Mönch zurück. Okay. Ich hoffe, ihr findet den Weg raus, Leute. Gracias, señor. Muchas gracias. Come with me. Don't worry. You're gonna be all right now. Promise. That's it. Come on. Der von der Kirche. Der von der Kirche, der kann sich ja sicherlich auch um die Leute kümmern, ne? Ein Dach über den Kopf geben. Ein bisschen was zu essen, ein bisschen Suppe. Regnet das grad? Nee. Arme Schweine auf jeden Fall. Ja, immer den Hombre hinterher. Aber der Mönch hatte recht. Ist er weg? Brother, nee, er ist noch da. Brother Dorkins' friend, Arthur. Arthur Morgan. Come on. You were right. I found these two imprisoned in that shop. Oh my. That's... Well, they are blessed to have met you, Arthur. Trust me in that. They're very unusual. I don't think they speak much English. My brothers. Come. Let's go get something to eat. Manger. Comida, please. Hey, you forgot this? Oh. Yes. Thank you. Here, payment for your services. I could not have freed these men myself. Na, gib doch denen das Geld. Give it to the poor, brother. Thank you. I will. Like I said, magnificent. Come on. Come. Come see me again sometime. I often work at the old church on Gasper Street in St. Francis. Okay, St. Francis. Es gibt ja nur eine Kirche hier, glaube ich. Okay, für den guten Zweck haben wir das auch hinter uns gelassen. Was man nicht hier alles erleben kann, ey. Okay. Ja, das habe ich schon. So. Noch mehr aufgetaucht. Gucken wir mal nach Rhodes. Na, guck mal, das ist aber da geblieben hier. Der Professor. Kann ich also machen. Sauber. Das ist nicht verschwunden. Ich glaube, das mache ich als nächstes. Da muss ich aber ziemlich weit dahin. Was haben wir hier noch? Domino-Spiel. Alle Fünfer. Das ist das Domino-Spiel mit besonderen Regeln, glaube ich, oder? Das hier muss ich auch nochmal irgendwann mal die Zeit nehmen, so ein bisschen was aufzudecken hier, glaube ich. So, komm, gehen wir jetzt nochmal dahin. Das will ich mir jetzt auch mal anschauen. Guck mal, wir können ja auch in Saint-Denis hier auch noch neue Pferde kaufen. Auch vielleicht interessant, was sie hier in der Stadt für Pferde im Angebot haben. Dinger hier nie anhalten, ey. So. Anyone for the market district?
Disembark here for the market, hey. Folks. Arsch. Dann will ich mal mit der Straßenbahn fahren und dann steige ich ein und der hält an. What are you doing? Ey, ich will. Let's go. Lass ihn mal los, Mensch. This is bad. You regret this yet? Ich wollte mein Pferd reiten. Nicht ihn packen. Alter. Digga. Du hast mir meinen Hut runter, oh, runtergeschlagen. Darf ich jetzt meinen Hut haben? Meine Fresse. Guck mal, wie meine Klamotten schon wieder aussehen. Weil ich hier in die Scheiße gefallen bin. Ich habe Dreieck gedrückt, um aufs Pferd zu steigen und der Typ stand zu dicht dran. Dann habe ich den gepackt. Sicher, ne? Immer so die Sachen, die mir immer passieren. Sieht schon wieder aus wie der letzte Dreck. Oh, ein Restaurant. Da ist der Bahnhof. Da fährt die Straßenbahn immer rein, der große Bahnhof. Wo man dann auch die Poststelle hat. Guck mal hier, ey, mit vergoldenen Dächern und so. Was ist das für ein Gebäude? Ist das ein Hotel? Spaldings? Kenne ich nicht. Voll vergoldet und so. Krass. Hey there! Hey! Hier haben wir ein Theater. Da will ich jetzt nochmal reingehen. Okay, Fontana Theater. Das Fontana. Magic Lantern. Okay. Magische Laterne. Hallo. Ticketverkäufer, okay. Aufführungsinformationen. Nö, komm, wir gehen da einfach so rein. Ist sogar recht teuer, ey. Ticket for one, please. You'll find the show in either of the doors beside me. Wobei, das waren 50 Cent, oder? Die Tür behind you. Okay, schauen wir uns das mal an hier. Da läuft aber noch nichts. Ich will gerne in der ersten Reihe sitzen. Ich habe viel Geld dafür ausgegeben. Ah, guck mal. I'm going to tell you a morality tale from when our country was young, that the settlers used to tell about the woods of Massachusetts and the creatures that lived there. One summer, a bear was by the stream, and Old Man Wind appeared and said, "Bear, I shall blow a mighty cold upon the land. Engorge yourself on fish and meat and go find a den. Then sleep, not for one night, but for 60. Go tell all the animals of the forest what I have told you." Bear was sad because the fish were his friends, and now he had to eat them. But he knew to do whatever the wind told him. The animals of the forest often teased Bear and said he was slow and lazy and foolish for listening to Old Man Wind. "You're talking to the wind again, eh?" laughed the rabbit. "I think Bear has finally taken leave of his senses," said the turtle, "and he's getting so rotund that even I could outrun him." "I'm smart and quick," said Rabbit. "I'll outrun Old Man Wind if he comes a-calling, or you, since you're into eating your friends." The turtle said, "If Wind comes, I'll just hide in my shell." Then Bear went and warned Coyote and Possum that they should prepare for a long, cold winter. "It's so hot," said the Coyote. "There's plenty of time." The lazy Possum said, "Well, there's an abundance of food. Maybe I'll just store some in my pouch." Even his squirrel friends made fun of Bear. They laughed and laughed and squibbled and squabbled. "Chunky needs a nap. Fatty Goody Two-Shoes does what he's told." Bear was very sad, but he was a good bear, and he always did what Old Man Wind told him. He went and found a den, snuggled inside, and fell fast asleep. Bear snored
roared and snored for many days. When he woke up, he saw spring had come. He was very hungry, so he walked outside. As the snow melted, he saw all his friends who hadn't listened frozen and just ready to be eaten. And that's why the bear hibernates. So listen to your elders and do just what you're told. Alter, das war's? Eigentlich so eine Geschichte für Kinder, wenn die hier so reingehen, dass die Kinder auf ihre Eltern hören sollen, denn die wissen immer, was richtig ist. Deswegen halten die Bären also Winterschlaf. Wahnsinn, geiler Streifen. Habt ihr vielleicht nicht erkannt, aber das war Robert De Niro als Bär. Das war einer seiner größten Rollen damals. Der Bär hieß der Film auch. So, nicht zu verwechseln mit Taxi Driver. Mein Pferd steht hier aber auch genau so. Wenn jetzt hier eine Straßenbahn kommt, dann bist du platt, mein Freund. Und ich kratze dich dann nicht wieder sauber. So. Okay. Aber die haben sich echt so Mühe gegeben, auch dann halt so eine Aufführungen und Kino-Vorschauen dann noch zu machen. Es gibt aber eigentlich auch noch andere Theater, wo man eine richtig Bühne hat, glaube ich, so mit Tänzer und sowas. Und ja, also kann man sich alles anschauen. So, gut. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Da haben wir noch ein Fragezeichen, ey. Fremde Person. Okay, das könnte ich auch noch machen. Entweder hier, Dutch, das werde ich erst später machen. Erstmal die ganzen Weißen. Weiße Quests immer vor Gelb. Weil Gelb heißt immer hier für wichtig für die Hauptgeschichte, für das Gesamtbild des Spiels. Und weiße Quests immer davor machen. Weil die könnten mit der Zeit dann auch wieder verschwinden, wenn man dann ein Kapitel dann wieder überspringt, glaube ich. Okay, hier also. Fremde Personen, viele, viele fremde Personen, die wir hier finden. Guck mal, aber wenn ich hier zu der fremden Person gehe, kann ich hier auch beim Stall nochmal vorbeigucken. Also entweder ich melde mich dann in der nächsten Folge hier bei denen hier unten oder halt hier bei Rhodes. Weil da will ich auf jeden Fall für den Professor das machen, um ihm seine 100 Gallonen Schwarzgebrannten zu geben. Und hier genauso. Also wie viel ist zu tun jetzt hier wieder im neuen Kapitel, im neuen Gebiet? Freut mich, dass wir hier wieder schöne Geschichten erleben können. Warte mal, was ist denn? Ist das auch der Professor? Ach nee, guck mal, hier geht es geht eine, also die Questreihe geht auch noch weiter mit den Mönchen und sowas. Bruder Dawkins möchte mit dir sprechen. Also hier haben wir jetzt auch wirklich richtig viele Aufgaben. Also die nächsten Folgen werden fett, Leute. Ich hoffe, ihr schaltet dann hier täglich ein in den nächsten Folgen, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Ich würde mich freuen. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge hier in Sondini. Macht's gut. Ciao, ciao.